Und herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Die letzte Abmod war nicht so clean. Ist ja jetzt der Sonntag, oder? Nee, ich glaube, das ist schon weiter. Ich glaube, wir haben jetzt zwei für dich, haben wir jetzt schon gemacht. Okay. Sehen wir nochmal nach. Rohmaterial. Wir haben heute aufgenommen die Mittwochfolge, die Donnerstagfolge, die Freitagfolge, die Samstagfolge, die Sonntagfolge. Aber das hier ist eine Fake-Folge. Das ist nur eine 5-Minuten-Folge. Ah, das ist die Todfolge. Dann haben wir aufgenommen die Mittwochfolge für dich, die Donnerstagfolge für mich, die Freitagfolge für dich, die Samstagfolge für mich. Das ist die Sonntagfolge. Okay. Dann auf nach unten. Bist du bei mir? Warte mal, wo bist du jetzt genau wieder hingegangen? Links von der Base. Nee, einfach nur zu dem Weg. Ich bin da. Oder? Okay. Let's go. Ja. Wir müssen weit in den Süden. Und am besten nehmen wir das Wurmloch. Ah, nee, ich habe nicht genug Sanity dafür. Eine Sekunde, wir müssen hier einen Zwischenstopp machen. Beeren und Holz. Theoretisch können wir sogar wieder die Bienen. Ja, aber ich glaube, also Nahrung ist jetzt gerade. Nahrung ist chillig. Ja, zweitrangig. So, okay. Erkunden! Ich brauche noch Gras, damit ich mir im Zweifelsfall ein Feuer machen kann, wenn du stirbst. Ja, warte mal, ich kann dir Gras geben. Ja, ich laufe hier schon mal vor, ich finde hier. Eins von mir weg. Ja, ich geb dir mal hier noch was. Da, so kann man auch Gras geben. Alter, das ist aber die übelste. Du hast mir einfach eine Line gelegt. Knupfes, Junge, damit du es dir merkst. Okay, Maxim, wir haben einen weiten Weg vor uns. Let's go. Also weit ist der Weg gar nicht. Du hättest ja wirklich, wir sind ja wirklich fast da. Also killen wir erstmal wieder 10.000 Spinnen? Nee, wir rennen durch. Da unten sind die Killerspinnen. Der Vater des Spinnen. Der Vater der Spinnen. Die Spinnen da unten, die waren richtig brutal. Die haben mich richtig eingeheizt. Guck mal hier, sieht schon weniger nett aus, ne? Sanity dropped. Erstmal essen. Da. Ja, eine Sekunde. Oh, warte mal. Achso, das ist. Oh, shit. Naja, aber das sind noch nicht die Mutter der Spinnen. Das ist noch ein kleiner Haufen. Na, dann lass die One by One machen. Die nehme ich härter als One by One. Ah, warte mal, ich muss mich auch nochmal umziehen. Eine Sekunde. Oh, kein Stress, ne? Aktiviert. Okay, wollen wir? Wir müssen durchziehen jetzt, ne? Schmerz. Diese Gelben sind halt tödlich, Alter. So, okay, wenn man die Gelben, glaube ich, hat, dann geht's. Alter, das ist halt insane, ne? Oh, die ist zum Tag gekommen. Okay. Alter, wir brauchen jetzt Asche und dann kann ich uns 600 HP pro Minute herstellen. Das Ding ist, man verliert ja nicht mal HP, ne? Hast du HP verloren? Ich hab die Hälfte. Okay, ich habe nicht ein HP verloren, dann lass mich denken. Ja, du hältst. Hey, what the fuck? Hier die. Ja, die Biene ist ein bisschen insane. So, ja, komm mit. Warte mal. Oh, ich kann jetzt wieder sofort zum Herz machen. Alter, ich habe einen Moskitosack bekommen. Kommst du mit? Ach, wir haben keine Asche, ne? Lass mal hier ein paar Sachen anzünden. Maxim, kommst du mit? Ich mache hier uns noch Feuer. Ah, das Schilf müssen wir auch mitnehmen. Schilf ist auch super wichtig, Johnny. Maxim! Komm mit! Hey, warte mal. Lass dir die wichtigen Late-Game-Sachen nicht vergessen. Nee, aber da unten gibt's ja noch super viel von dem Schild. Oh, okay. Auf geht's. Aber die Asche muss schon ganz gut. Oh, ich weiß, ich spüre es, dass ich das brauche. Ist okay. Ich lasse es zu. Ich sammle in der Zeit Blumen, um mich zu beruhigen. Oh, ich habe eine Panflöte bekommen. Das. Kann ich die zerkloppen? Kreatur? Nee, ich glaube nicht. Da ist doch irgendwo ein Hämmerchen dabei. Wer hat mein Hämmerchen? Glommerkleber. Ich habe dreimal Glommerkleber bekommen. Also hier unten ist auf jeden Fall Late Game. Hier ist ein Wurmloch. Und hier sind Statuen. Statuen müssen wir kaputt machen. Statuen geben Marmor, glaube ich. Aber hier ist richtig Marmor am Start, Alter. Komm zu mir. Du musst links hoch. Alles gut, ich hab ne Fackel.
alles gut. Als ob ich in so einer Szene sterben würde, Maxima. Oder was denkst du von mir? Ich hab nämlich das... Oh mein Gott! Was denn? Das hatte ich ja eben. Du bist so sehr beruhigt. Aber boah, ich schäme mich für meinen Tod. Ja, das ist RIP. Du wirst kaputt geflamed. Alter, das ist verloren. Es tut mir leid, Leute. This is lost. Please be gentle. So, wollen wir hier ins Wurmloch? Ja, warte. Lass uns mal das Feuer sein Ding machen und ich bin hier ein bisschen nützlich. Nee, komm, ich habe eine Idee. Ich fucke jetzt hier den größten Waldbrand aller Zeiten ab. Und dann kannst du irgendwann hier hingehen und die... Ah, nee, die Asche hält nicht so lange, ne? Asche egal, komm. Wirklich legit bad. Ich fucke dir was ab. Weil hier ist ein richtig großer... Lass uns den Marmor hier mitnehmen. Das müssen wir machen. Ja, ja. Marmor, Junge, ist muy importante. Ja, aber währenddessen fackel ich einfach mal alles ab, ne? Bäm! Womit muss ich das kaputt machen? Mit der Pickaxe. Oh, ich hab keine. Warte. Hast du Feuersteine dabei? Ich gucke gerade. Ja, ich kann ja eine. Ich hab Angst, dass ich so. Ja. Okay. So, und hacken. Was mit dem Ding hier in der Mitte? Das kann man auch bearbeiten. So, warte mal, lass mich das mal alles. Da ist eine Pickaxe. Guck mal, der hat einiges dabei, der Junge. Boah, der hat so eine. Alter, den Hammer sehe ich am Inventar nicht. Der ist einfach versteckt. Ich droppe hier den Marmor, ne? Das Marmor. Den Marmor? So, Marmor. Guck mal hier. Hier können wir doch jetzt ernten, oder? Okay, sind wir da? Weil diese Skizzen, die lassen irgendwie so Skizzen fallen. Und mit den Skizzen kann man auch irgendwie Sachen machen, aber ich weiß noch nicht was. Weil es ist auch wichtig für die Story, die wir nicht beachten. Ach, die muss ja wohl uns ja wenig. Hier, Maxim, du stackst doch das hier gerade, oder? Ui, das war close. Das stackt Chester. Also hier fackelt gerade alles ab, ne? Du musst das halt nur einreißen. Ich habe keine Axt. Na, hier. Deine geliebte Asche. Hol sie dir. Hey. Ich habe dir einen Waldbrand gegeben. Alter, Asche ist so busted, Jungs. Also, das ist ja nicht mal Asche, das ist Holzkohle, aber die brauchen wir auch. Aua! Und wenn du das abreißt, hast du doch Asche. Nee, dann habe ich Holzkohle. Asche kriegt man so durch kleine Sachen, die daneben brennen. Meistens. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Also wenn du irgendwie so Samen oder sowas daneben legst. Alter, was ist das? Lustiger Wald. Das ist krass, ne? Kann schon verstehen, warum ihr die Sanity droppt. Denk daran, ab und zu was zu fressen, ne? Kein sinnloser Tod jetzt. Nee, ich meine, dafür bist du ja berüchtigt in unserer Runde, nicht ich. Nein. Berüchtigt. So, also hier ist nochmal Marmor. Bist du jetzt lang gegangen? Geht aber den Weg rechts runter, oder? Ja. Hier ist ein hohler Stumpf. Weißt du, du bist halt echt weit gelaufen, glaube ich. Dort wohnt das süße Fleischwesen mit Fell. Ah, das sind Katzen. Be careful. Oh, da ist der Katze. Ah, da ist eine Katze. Kill it. Aber die kannst du stunlocken. Kill it. Wenn die dich kratzt, ist nicht schön. Das ist ja noch nicht stinken dort. Boah. Ich kill hier noch ein paar Vögel. Ich laufe mal weiter nach unten rechts, ne? Also einfach nur 45 Grad runter. Ja. Die Wege spawnen übrigens random. Ich dachte am Anfang, dass die einen immer irgendwo hinbringen wollen, aber es ist tatsächlich einfach nur... Nee, die verlaufen sich auch teilweise. Maxim, kommst du auch 45 Grad? Ah, hier ist Wasser. Hier ist das Ende der Map. Ah, nein. Ich muss Fleisch essen. Und ich muss hier erstmal ein bisschen... Also mein Inventar ist halt gerippt. So. Ich muss erstmal die Schaufel fallen lassen. So, okay. Du bist immer noch 45 Grad rechts unten? Ja, nicht ganz. Ich habe eine Katze unterwegs gefunden. Oh, ich habe einen Katzenschwanz. Ja, da habe ich auch noch keine Ahnung, was man damit macht. Hab ich auch nur gesehen. Ich glaube, ich habe das mal mitbekommen. Ja, jetzt darf ich natürlich... Hier, steckst du Karotten? Nee, habe ich keine einzige. Steckst du Monsterfleisch? Diese komischen... Genau, ein Bild einer Skulptur. Die müssen wir irgendwo errichten. So, warte mal, Feuerstein brauchen wir auf jeden Fall nicht. Davon habe ich hier noch 46. Okay. Ja, der Gruseligkeitslevel ist geil. Ja, aber da komm mal mit, weil ich habe dich gar nicht zu den Tentakeln geführt. Wollen wir zu den Tentakeln? Ja, komm. Da
Das geben wir. Weil ich habe jetzt gerade echt viel Schmand dabei. So. Ich bin ja, gut, aber komm, Maxine, da muss man. Oh, hier, verdächtiger Erdhaufen. Da war doch immer irgendwas. Ja, der konnte irgendwie nichts. Doch, damit kommt man Tierfährte. Ja. Ich glaube, man könnte irgendwie. Ich dachte, damit kommt man in die Unterwelt irgendwie. Keine Ahnung. Aber gerade hat mein ganzer Körper einfach nur Bock auf Unterwelt und hofft die ganze Zeit. Okay. Maxim? Ich glaube, das mit der Unterwelt ist halt wirklich schwierig. Oh, hier, so, hier können wir noch hin. Hier kannst du mal deinen Marmor mitnehmen. Bam, 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 schmam. Relativ wenig Marmor. Da. Marmorstein und Eisen bricht, aber unser Leben nicht. Maxim, alles, ist ein alles, alles geht vorbei. Oh, lol. Da wäre noch. Kommst du mit? 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 Ab ins Wurmloch. Let's go. I'm coming. To town. Ja, ich bin drin. Oh, wir sind ganz weit weg. Okay, nee, lass wieder zurück. Alter, die Welt hat halt eine gewisse Größe. Komm wieder zurück. Ich wollte dir ja den Tag jetzt zeigen. Ja, warte mal, ich brauche erstmal hier einen halben Tag, ehe ich wieder zurückkomme. So, Sanity lost. Ja, hier sind ein paar Blumen auf dem Weg, hoffentlich. Okay, aber gleich wirst du wirklich deine Sanity verlieren. Oh, nice, Spinn. Dann steh, ich will euch töten. Also ich tank dir echt gerne, ne? Aber du musst halt auch Damage machen. Ja, ja, ich bin. Also ich habe ja den. Ich habe ja den Bumerang benutzt. Ja, Maxi. Langsam unangenehm hier. Alter, bei mir aber auch, du. Alter, ich kämpfe gegen drei von den gelben Spinnen. Sehr schön. Ja. Alter, ich kann nichts davon tragen. Kannst du? Kann Chester, weil der ganze Müll muss zu Chester. Der ganze Spinnenmüll und so. Noch das Fleisch. Na, dann mach du mal. One by one. Hey, hier oben liegt noch mehr. So, also ich mache mir jetzt ein Kilo Asche. Ich will jetzt einfach HP wieder. Okay. Maxi. Dein Spielziel kann ich mich jetzt leider nicht verlassen. Warte mal, ich mache mir jetzt super viele Medikits. Egal, was du jetzt sagst. Warum? So. Och, Maxi. Ich will dir doch nur die Tentakel zeigen. Ja, aber du bist auch wo wir unsere Herzen verbrauchen. Wir müssen. Oh shit. Ah, ich hab kurz das Licht angemacht. Uiuiui. Na gut. Das sind genau die Momente. Das sind nicht die Momente. So, okay, wir müssen mal das hier mal daneben legen. Ja, ich geb dir mal die Bären. Hier so ein bisschen abfackelt. Oh. Aber Regen tut natürlich auch diesem Gerät nicht gut, ne? Und der Gerät ist nicht gut bei Regen. Ist nicht gut bei Regen tun. So, jetzt haben wir hier ein Speer. Okay. Kannst du mir noch eine Holzrüstung machen? Ich brauche echt Asche. Okay, ich werte das mal jetzt. Du kannst mir keine Holzrüstung machen. Vertreib du mal diesen Arm dort. Nee, nicht auf Kosten meiner Sanity. Also du willst also mein wertvolles Holz benutzen. Ne? Hier hast eine nasse Rüstung. Geil. Noch Fäulnis? Du bist doch so ein Fäulnis King. Ja, ja. Ich... Alter, jetzt kommen nämlich richtig viele. Wow! Okay. Jetzt panik ich aber auch ein bisschen. Nee, alles gut, ich hab die Lage im Griff. Okay, das merke ich. Ich habe gerade aus Panik eine Feuergrube gebaut, okay? Und weil ich sie nicht aufgestellt habe, habe ich sie quasi legit in meinem Inventar. Hast du meinen Speer genommen, du Arschloch? Gib mir meinen Speer wieder. Das ist ein 33. Also ja, das ist ein Kackspeer hier. Ich nehme lieber meinen 49er. Alter, es ist traurig, wie wir hier dastehen. Ja, was sad. Vor allem, wir wollen einfach übel fallen und jetzt ist Nacht. Wir stehen mit einer Fackel im Regen. Und ja, nee, ich muss die Situation jetzt kalt, ändern hier. So. Kalt? Wie kalt? Kann nicht kalt sein. Doch, es ist Winter. Komm mit. Junge, hier brennt alles. Oh, okay, es ist Winter. Die sind zurück. Ah! Lass sie sofort abfackeln.
weiß nicht, ob die sterben, wenn wir die jetzt massenhaft anbrennen. Wollen wir mal probieren, ob das passiert? Ja. Ich meine, wir fucken ja offenbar eh alles ab. Ja, ich brauche sowieso Asche. Wir brauchen jetzt wirklich ganz viel Asche. Okay, ich baite die hier rein. Ich glaube, da passiert denen nichts, ne? Kannst du mal Chester aus den Flammen holen? Doch, die werden nervös, oder? Kannst du mal die Chester aus den Flammen holen? Kann ich nicht. Chester kann mir nur hinterherlaufen. Und das macht der. Sterben die? Was meinst du? Sieht noch nicht so aus, ne? Also, ich finde, die sehen nervös aus. Ei. Könnte sein, dass mein Leben droppt gerade übelste Sorte. Warum droppt mein Leben so hart? Weil die kalt ist. Hä, hey, Junge, hier brennt alles. Aber wir müssen halt nicht in die Base, ne? Nee, das ist nicht das. Das ist irgendwas anderes. Hast du Warum droppt das? Hast du Nahrung? Soll ich dir was geben? Nee, ich bin satt. Ich hab alles. Ich droppe einfach AP. Ich geb dir hier eine Heilsalbe. Alter, kannst du die mal nehmen? Danke. Du siehst aber auch. Bin ich müde? Was ist mit mir? Ich guck dich mal an. Maxim beschützt unsere Leute. Hast du was Nasses an oder so? Übelst wenig Nassheit für mich, einfach nur diesen Kakteen werfen. Ich verliere HP. Ich weiß nicht warum. Ja, dann ab zur Base, würde ich sagen. Was? Okay, ab zur Base. Aber ich verliere immer noch HP. Eigentlich würde ich noch. Irgendwie so einen gelben Rahmen um mich drumherum. Tja, Maxim, ich weiß auch nicht, was das ist. Vielleicht haben mich die Spinnen vergiftet. Die haben mich doch vor 20 Minuten erst angehört. Hast du Sanity vielleicht low? Nee. Warum geht's gut? So gelblich um mich drumherum. Mein Wasser ist erst bei 8. Ist ja nichts. Ja, meins auch bei 7, also wird er auch Leben verlieren. Ja, du kannst. Ja, ich hab jetzt gerade übelst viel von dem gepökelten Fleisch gegessen, um mich zu beruhigen, Alter. Ja, das Ding nehmen wir mal clean, weil jetzt haben wir wirklich ein Fleischproblem. So, aber zu Hause ist ja alles gut. Aber ich verstehe das nicht. Also das habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob zu Hause alles gut ist, ne? Weil die Pinguine sind halt da. Meinst du, wir können die diesmal fighten? Mal, esse ich alles, was im Kühlschrank ist, oder? Scheiß Monster-Lasagne. Können wir das nicht zu voll ist lieber machen? Ich muss wenigstens anzünden. So, ich mache mir mal ein bisschen was zum Essen. Ich hab so viel seltenen Shit, so, aber. Okay, wollen wir sie fighten oder nicht? Nee! Sicher? Du kannst. Nee, ich habe keine HP, Junge. Bist du dumm? Wie viel HP hast du denn? Ich hab 21. Okay, vielleicht den einen Pinguin hier? Nein, da kommen die anderen. Darf ich? Nie. Nee, geh doch einfach woanders hin und töte dort. Aber der ist hier alleine, isoliert. Ich probier's. Okay, der droppt nicht mal was. Ja, das ist Karma. So, gehen wir mal Fäulnis, damit ich die verbrennen kann. So. Haben wir genug Essen für den Winter? Ja, ich habe jetzt nochmal übelst viele Sachen aufgehangen. Das ist mit dem Kühlschrank gesetzt. Echt? Wir counten uns einfach selbst. So, zack. Versuche nochmal das Monsterfleisch hier loszuwerden. Hier ist Shit dabei. Da ist den ganzen Shit los, glaube ich. Weil eigentlich werden wir das gar nicht mehr hier. Okay, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall dieses Ding da machen, ne? Dieser Heizstein. Der war halt überall. Der war bei Überleben und dann da unten, ne? Pelz, Rolle, Rucksack, da ist er, Wärmestein. Jo. So, ich mach dir gleich einen mit. Jo, perfekt. Der war okay, Wolf. So. Bisschen davon. So, jetzt muss ich erstmal ordnen, Alter. Das ist ja gerade richtig. Also das Hauptproblem, was wir gerade haben, ist, dass wir. Ich glaube, wir haben nicht genug Nahrung für den Winter. Junge, ich hab 8 gepökeltes Fleisch.
Und hier sind übelste Hasen. Also ich kill jetzt nochmal 50 Hasen. Ah, okay. Hasen. Hast du mir das Ding gedroppt? Nee. Ach doch. In dich reingetan. Werd warm! Ein Stein vom größten Nutzen. Nutzen. So, wunderbar. So, hab mich. Okay, jetzt machen wir den voll und dann. Der Teich da unten, da könnte ich halt nochmal hin. Also das ist die Pinguine. Wir haben noch übelst viel Monsterfleisch. Aus dem Monsterfleisch können wir auch noch die ganze Zeit was. Ja, machen. Ja, aber nur mit Tappen halt, ne? Im Verhältnis 2 zu 1. Das ist halt. Deswegen. Ja, wir haben jetzt noch 24 Bären, los! Die Bären müssen wir loswerden. Ja, aber dafür brauchen wir halt jetzt wieder Happen, damit wir. Nein, Monsterfleisch und Bären! Nee, das ergibt doch Lasagne. Nein! Safe? Dreimal Bären, einmal Monsterfleisch sind die Bällchen. Junge, ich habe nur vom Bällchen gelebt. Ja. Hast du wieder zurück, ne? Ja, ich bin gleich da. Scheiße, also. Das ist schlecht geworden. Wir haben jetzt gerade 20 von denen verbraucht, weil wir die nicht reingeschmissen haben. Eieiei. Das wusste ich nicht, dass sie das 3 zu 1 Verhältnis, das ist halt broken, ja, das hätten wir die ganze Zeit nutzen sollen. Das habe ich halt permanent, das ist halt das, womit ich halt übel lange überlebt habe, so. So, dann. Irgendwelche Bären eingesammelt hast und dann Bären, Monsterfleisch, GG, so. Ja gut, fürs nächste Mal, ne? Sind wir schlauer. Machen wir gerade die Fackel kaputt, so. Nice. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht Möhren, einmal Monsterfleisch, Eis und Möhren, vielleicht reicht das ja schon aus. Da können wir nochmal Eis reinhauen. Probier ruhig. Ja, ja, verpisst euch. Okay, also wir können jetzt auch wieder in der Nacht raus, ne? Ich brauche halt jetzt aber auf jeden Fall mehr Fackeln. Heulen, das ist so krass. Ich geh mal gucken nach den Hasen. Oder komme ich mit der Fackel durch die Nacht? Ja, ne? Ja, ja. Also eigentlich ist sogar mit in der Nacht diese Sachen ernten halt übel, Wolf. So. Das ist halt richtig gut. Ja, man muss halt nur ein bisschen wissen, wo man ist, ne? Oh, der Hase ist kurz vorm Vergammeln. Oh, wenn du den Rechtsklick machst, dann vergammelt er. Ja, ja. Übel OP, dass ich gerade in dem Moment da war. Best moment in life. Ja, was ist denn das hier? Eine Marmorbohne. Lässt einen Marmorwald wachsen. Wollen wir das mal machen? Wir haben. Ach nee, 12 Marmor reicht, glaube ich, genau für eine Marmorrüstung. Ich glaube, sowas mache ich dir mal. Ja, soll ich dir. Aber da braucht man mehr Gras. Bring auf jeden Fall richtig viel Gras mit, okay? Bring richtig viel Gras mit. Und ich mache jetzt noch mehr Pökel-Shit. Aber ich nehme gerade alle Feinen durch. Wärst du nicht über Wolf, wenn wir so einen Büffel noch uns schnappen? Büffel killen? Ja, die geben doch garantiert übelstes warme Fell oder so. Nach links oben gegangen, ja, oder? Nee, oben rechts. Ach, rechts? Oben rechts meine ich ja. Genau. Ja. Also hier sind halt die Büffel und ich könnte halt. Aber die haben halt den roten Hintern gerade, ne? Die sind gerade richtig auf Aggro. Nee, dann lass hier also roten Hintern können wir jetzt überhaupt nicht. wie viel Gras brauchst du denn? Einfach alles, was du dort rechts oben findest. Alter, Maxim, du weißt, ne, hier sind. Ich kann die nächsten 10 Minuten den Rest der Folge noch Gras ernten. Ja, ich mach auch ein bisschen. Ich brauche halt Seile, damit ich noch ein bisschen Trockenfleisch-Sachen machen kann. Okay, aber ja, es ist halt die Frage, was. Also ich kann halt vielleicht die Pinguine schnitzen, wenn du mir so eine Marmor, wenn du wirklich so ein Marmor-Ding machst. Brauche ich sein. Aber was bringt uns das, wenn die nichts droppen? Na? Okay, aber wie sind die? Ich teste mal gerade, wie viel Damage die mir aktuell machen. Ja. Also 5, 6 Pinguine machen mir so 20 Damage oder so. Ah, okay, aber die sind schneller als ich. Oh, das ist ein Problem. Ich überlege gerade, wie ich Asche produziere. Alter, wie der da in der Erde. Ach, der eine ist ein bisschen behindert hier. Ja, Alter. Oh, der droppt manchmal doch so eine schwarze Feder. Eine Feder? Ja. Geil. Feder kannst du in Chester reintun, meine Leute. Der lagert da alle Farben. Jo,
alle Farben. Das ist jetzt sogar true. Okay, ja. Monsterfleisch, Honig. Oh, ich mache jetzt mal die Kleiden rein. Okay, ich muss jetzt Asche produzieren. So. Leider ja, mach das. Höchster Dringlichkeit. Ah, gut, das geht ja klar hier. Monsterfleisch haben wir. Happen haben wir auch wieder 7. Bisschen wenig Leben gerade. Ist da noch so ein Heiding? Ja, Asche. Achso, du machst gerade Asche, ne? Ja, ich muss mal hier irgendwo was zum Anzünden finden. Vor allem, es muss ja so pseudomäßig sein. Heißt. So kleinere Sachen daneben liegen, das ist so ein bisschen das Ziel. Ja, wir müssen halt Gras abfackeln, aber Gras abzufackeln, nee, können nee, wir uns nee. Ja nicht. Du kannst leisten. Auch so Samen und so ein Shit daneben legen. Ich glaube, man kann auch bestimmt Fäulnis daneben legen. So, zack. Ja, der Honigschinken ist halt immer noch most best shit ever, so. Kannst du mir cooles Essen machen? Ja. Damit ich halt viel HP wiederherstellen kann, weil ich habe nur noch 24. Oh, lol, dann pass auf, ne? Ist Nacht, dunkel, kalt. Winter brennt alles deutlich langsamer. Woher das wohl kommt? Warte mal, ich kann mal einen Happen rausnehmen und einen Zweig dazu machen. Mal gucken, was dann passiert. Du bist absolut worth. So. Zack. Also diese alten Überlebensmechanik so. Kehren halt so schnell zurück. Das ist insane. Okay, also ich habe dir ordentlich hier was gemacht. Du kannst dich bedienen. Okay. Ja, ich brauche halt echt normale Asche. Wie mache ich jetzt normale Asche? Der Äste daneben legen, oder was? Das ist halt legit gerade ein Problem. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, jede Ressource hat eine gewisse Wichtigkeit. Und du fackelst einfach alles ab. Ja, aber Samen sind halt, dadurch, dass du jetzt ein Feind der Gärtnerei geworden bist, sind sie für uns halt nicht mehr so. Ja, das ist aber Gärtnerei, ich meine, spätestens jetzt ist die Gärtnerei useless. Ja, es war keine Kritik daran, ich meine, nur deswegen sind sie halt für uns halt jetzt relativ egal. Ja, das Problem ist halt echt, ich trockne halt die ganze Zeit für dich das Zeug, aber dann haben wir halt nichts zum Kochen, also ich glaube nicht, dass es worth ist auf Dauer. Oh, der Rasen ist weg. Ah, nee, ich habe ihn Warte mal, ist der Winter gerade vorbei? Scheinbar. Habe ich den Winter weggebrannt? Das kann doch nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du es schaffst, den Winter wegzubrennen. Ich glaube, ich krieg Damage, weil mir zu heiß ist gerade. Wie mache ich mir... Ach, warte mal. Kühl kann man sich machen, glaube ich, wenn man Sachen... Also das hat ja Franz auch gesagt. Wenn man Sachen in den... Also den Stein kann man in den Kühlschrank tun. Ah, okay. Dann wird kühlt er uns quasi. So, also, ich nehme jetzt hier nochmal so ein Ding mit. Übrigens auch im Winter funktionieren die Trockengestelle. So, ich habe jetzt ein bisschen Time gewastet. Aber Leute, das war eine weitere Folge. Montag geht's dann weiter bei Maxim. Prinzipiell ist der Rhythmus immer Maxim, Montag, Mittwoch, Freitag, ich, Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag, es sei denn, wir verkacken irgendwas, was durchaus mal passieren kann, ne, ihr kennt uns. Sieht aber gut aus bis jetzt, wir sind jetzt bei Tag 22, fast so weit, wie wir damals in der guten alten Zeit waren. Ja, aber wir haben halt brutal aufgeholt, also ja. Das ist... Ja. Und Maxim weiß jetzt legit nicht mehr als ich, also es ist alles wieder gut. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr hattet eine wunderbare Woche. Maxim, komm mal in den Kühlschrank, da ist lecker Essen für dich und bis bald! Bald, tschüss!